Die neue Sonderausstellung im Museum Karasburg ist am 24. Mai eröffnet worden. In Zusammenarbeit mit Frank Lange aus Putzkau bei Bautzen ist die nunmehr 99. Ausstellung in diesem Hause entstanden. Die Eröffnungsfeier fand diesmal im Freien statt. Zahlreiche interessierte Gäste waren erschienen, darunter viele Stadträte. Die musikalische Umrahmung lag in den Händen von Hannes Tuchel aus Cosby von der Band Sedoni. Passend zum Thema der Ausstellung Spielzeug und Werbefiguren mit den GDR sang er DDR-Hits wie Jugendliebe von Ute Freudenberg, Alt wie ein Baum der Pudis sowie Am Fenster von City. Farben schmelz, noch Kerzenschimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Gäste honorierten diese Darbietungen mit viel Applaus. Für die Besucher der Ausstellung wird es sicherlich erstaunlich sein, was Frank Lange übrigens auch mit den GDR in über 5 Jahrzehnten zusammengetragen hat. Was der Besucher da zu sehen bekommt, ist sehr erstaunlich. Ja, ein Einblick in die Spielzeugproduktion der DDR und die verfügbaren Werbefiguren. Und dort relativ umfangreich. Da ich dort eine eigene Sammlung hatte und noch eine Sammlung dazu gekauft habe. So, und von der Spielzeugproduktion der DDR sind auf jeden Fall die größten Produzenten vertreten. Also Mechanische Spielwaren Brandenburg, hatte ich schon gesagt. Dann Mechanische Spielwaren Weimar. Ja, und dann eben viele Produzenten, die als Konsumgut ein Spielzeug hergestellt haben. Ja. Sammeln ist seine Leidenschaft. Schon seit dem 12. Lebensjahr sammelt Frank Lange Modellautos aus Blech, Plaste und Holz, made in GDR. Rund 700 Exponate hat er nach Cosby ins Museum Karasburg mitgebracht. Auch Cosbys Oberbürgermeister Frank Neupold erinnerte sich in einer kurzen kleinen Ansprache an Episoden vom Spielzeug, als er ein Kind war. Danach kam der Aussteller Frank Lange selbst zu Wort. Dabei legte er dar, wie seine Sammelleidenschaft angefangen hat und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Team der Karasburg. Museumsleiterin Evelise Baumann eröffnete dann mit ihren Worten die Ausstellung offiziell. Auch wenn der Titel der Ausstellung Spielzeug und Werbefiguren made in GDR heißt, so geht der Rahmen der Exponate aber noch ein kleines Stück weiter. Na, meine Frau ist immer mit dabei. Die war Kindergärtnerin vom Beruf und ich hatte ja gesagt, ich sammelte die Modellautos seit dem 12. Lebensjahr und dann auch Matchbox. Und seit unserer Hochzeit hängen da irgendwelche Setzkästen in unserer Wohnung oder Vitrinen mit Autos. Oder die oberen Schrankwandteile sind für mich reserviert, weil sie relativ klein ist und da nie hinkommt. Und sie hat sich dann mitarrangiert, hat Kinderbücher gesammelt, die wir dann ja zum Teil in den Vitrinen stehen haben, die Autos ein bisschen illustrieren und ist auch für Kaufläden und Puppenstuben dann zuständig, weil wenn wir eine allgemeine Ausstellung machen, wie das auch hier ist, dann möchten wir auch was für die Mädchen ausstellen, wobei das nicht unbedingt heißt, dass die Mädchen nicht mit Autos spielen. Viele der heute Erwachsenen, zumeist auch made in GDR, durften staunen, was während der sozialistischen Planwirtschaft für hübsche Spielzeugautos, Flugzeuge und so weiter hergestellt wurden. Allerdings fand vieles davon oft nicht den Weg in die DDR-Geschäfte. Vom Westen bekam man nun mal die in der DDR begehrten D-Mark-Devisen. Die neue Sonderausstellung kann bis zum 21. Juli 2019 besucht werden.